Ja, liebe Freunde, man sagt ja, never judge a book by its cover. Aber ich wage es einmal ganz kurz und ich nehme den Veranstalter Nico Koch ein bisschen ernst und ich vermute mal wirklich, zwei kommen rein, einer geht raus bei dem Kampf. Und zwar in dem Boxkampf in der blauen Ecke Murat Sahin vom Team Sahin aus Kölle. Und aus der roten Ecke vom Powerhouse Hannover, Damien. Kampfgewicht, beide bis 80 Kilogramm angesetzt, ist der Kampf auf 3 Runden, a 2 Minuten. Aber laut Prognose des Veranstalters wird es wahrscheinlich keine 3 Runden geben. Sieht man den Stare-Down beide entschlossen. Damien vielleicht noch ein kleines bisschen entschlossener. Zumindest was man im Blick erkennen kann. Oh, sehr, sehr angespannt allerdings der Mann aus der roten Ecke. Damien scheint wirklich auf den einen einzigen Schlag zu setzen. Diese Haymaker, wenn die einmal treffen, dann darf durchaus auch mal das Licht ausgehen. Allerdings sind Luftschläge auch sehr anstrengend, kosten sehr viel Energie, teilweise mehr als wirklich satte Treffer. Ja, Damien sieht wirklich sehr fokussiert aus. Ja, scheint aber auch wirklich noch ein bisschen emotional an die Sache heranzugehen, was zu Fehlern verleiten könnte. Aber ich will nicht rumphilosophieren. Schauen wir uns die Action hier im Ring an. Schön ausgewichen. Von der blauen Ecke. Ja, es scheint so, als ob Murat Sahin so ein bisschen Munte gerochen hat. Sich Damien auspowern lässt. Schöne Maid-Bewegung liegt da an den Tag. Gute Beinarbeit auch. Bisher. Auf jeden Fall scheint Damian wirklich treue Fans zu haben. Einer von denen steht bei uns hier in der Ecke. Der ist mittendrin und voll dabei. Definitiv und voll dabei, die letzten 10 Sekunden. Ja. Das war's. Erste Runde ist um. Ich hoffe, die Jungs kriegen ein bisschen Kilometergeld. Werden viel im Ring rumgelaufen, definitiv. Und wenn sie halb so viel getroffen hätten, wäre der Kampf noch ein kleines bisschen interessanter geworden. Aber gut, wie will man die erste Runde denn werten? Keine Ahnung. Schwierig auf jeden Fall. Ich glaube, Lufttreffer zählt man nicht, oder? Nee, aber ich finde, die blaue Ecke ist gut ausgewichen. Zählt das? Ja, vielleicht. Gott sei Dank muss ich nicht punkten. Und wir gehen dann gleich in die zweite Runde. Und die zweite Runde geht los. Und so wie der Kampf aufgehört hat, so fängt er auch wieder an. Damian im Vorwärtsgang. Jagt seinen Gegner, der allerdings wirklich sehr gute Beinbewegung an den Tag legt. Wirklich sehr, sehr schön, gutes Auge auch, zumindest was seine Defense angeht, beweist. Ja, das macht er wirklich gut,
Würden die Schläge durchgehen? Aber das weiß er wahrscheinlich selbst auch. Ja, mich würde interessieren, wie es aussehen würde, wenn Murat Sahin mal die Initiative ergreifen würde und mal selber angreifen würde. Ja, ich glaube, der ist momentan wirklich damit beschäftigt, auszuweichen. Ja. Es wäre aber wirklich schön, wenn jetzt mal ein bisschen was kommen würde. Gut, klar, eindeutig der Aggressor in diesem Kampf ist Damian aus der roten Ecke. Wenn die Punktrichter danach gehen wollen. So, die letzten 10 Sekunden. Vielleicht sehen wir doch noch ein paar Treffer. Sehr mutig, der war da aus der blauen Ecke. Fäuste runter, Maid-Bewegungen. Ja, und sowas frustriert natürlich auch, ne? Also man versucht alles, man gibt alles auch in der Offense. Und die Schläge treffen noch nicht einmal die Deckung des Gegners. Also. Ja, es wäre nur schön, wenn natürlich auch dann was zurückkommt, ne? Nur ausweichen ist ja... Ich bin gespannt jetzt auf die dritte Runde. Ja, und da sieht man, wie gesagt, noch einmal viele Lufttreffer und beim Hochkommen trifft sogar einmal ganz kurz der Murat Sahin seinerseits. Aber ob das die Punktrichter gesehen haben, weiß ich nicht. Jetzt heißt es Second Sound und ringfrei für die letzte Runde, die Runde Nummer 3. So, in der letzten Runde verspreche ich mir oder erwarte zumindest ein bisschen mehr aus der blauen Ecke, dass da ein paar Treffer mehr kommen jetzt, auch wenn es aus der Maid-Bewegung ist als Konter. Ja, sehr aggressiv, der Mann aus der roten Ecke. Wird nochmal richtig Gas gegeben. Aber die blaue Ecke. Ja. Der Murat Sahin, macht das wirklich sehr schön. Und wie gesagt, alleine durch Ausweichen hat noch niemand einen Kampf gewonnen, leider. Das ist das Problem. Also muss er sich hier jetzt nochmal in der letzten Runde ein bisschen anstrengen. Die letzten 50 Sekunden auf der Uhr. Damian in den letzten Sekunden seinen Gegner hoch mit einem Aufwärtshaken. Die Wirkung beim Gegner scheint es nicht gezeigt zu haben. Allerdings zeigt es vielleicht ein bisschen Wirkung auf der Punkteskala der Punktrichter. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie die Punktrichter entschieden haben. Okay.
Ja, hier am Ring scheint noch ein bisschen die Punktelage tatsächlich diskutiert zu werden. Ich muss gestehen, ich hätte auch Schwierigkeiten damit, mich zu entscheiden. Und überraschenderweise tatsächlich, also Premiere heute auch für mich. Offensichtlich hat der junge Mann aus. Kann man doch damit gewinnen, ne? Wahnsinn, okay. Ja, offensichtlich hat Murat Sahin aus der blauen Ecke tatsächlich ein bisschen mehr gekontert, als wir gesehen haben. Aber daher auch die längere Diskussion hier am Ring. Und siegreich geht Murat Sahin aus Kölle heute Abend nach Hause.